Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der israelische Historiker Saul Friedländer hat vor wachsendem Nationalismus und Fremdenhass gewarnt. Auch Judenfeindlichkeit sei in vielen Ländern ein zunehmendes Problem, sagte er in der Gedenkstunde des Bundestages zum 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Deutschland, das sich seit dem Krieg verändert habe, müsse sich dem entgegenstellen, forderte der Holocaust-Überlebende, dessen Eltern in Auschwitz ermordet worden waren. Saul Friedländer, er ist der Ehrengast. Sein Leben ist geprägt vom dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Ausgrenzung, Verfolgung und dann die Trennung von seinen Eltern mit noch nicht einmal 10 Jahren. In einem katholischen Internat in Frankreich soll er versteckt werden. Er reist aus, will zurück zu seinen Eltern. Was ging wohl in ihnen vor, als sie sahen, wie ihr kleiner Junge, der sich mit Händen und Füßen wehrte, weil er bei ihnen bleiben wollte, aus ihrem Zimmer entfernt wurde? Es war unsere letzte Begegnung. Vater und Mutter versuchen, über die Schweiz zu fliehen. Sie werden aufgegriffen, ausgeliefert und beide in Auschwitz ermordet. Friedländer warnt vor fortwährendem Hass auf Juden von politisch Rechten und Linken. Zuvor hatte Bundestagspräsident Schäuble aufgerufen, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten und vor neu aufflammenden Antisemitismus gewarnt. Es beschämt uns, dass Juden wieder mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, weil sie sich in unserem Land nicht sicher fühlen, weil sie Anfeindungen ausgesetzt sind, sogar tätlichen Angriffen. Neben der Härte des Gesetzes brauche es im Alltag Gegenwehr gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung, so Schäuble. Die Luftbelastung mit Stickoxiden ist im vorigen Jahr leicht zurückgegangen, liegt aber in vielen Städten nach wie vor über dem zulässigen Grenzwert. Das geht aus ersten Daten hervor, die das Umweltbundesamt veröffentlichte. Demnach wurde in mindestens 35 Städten eine Überschreitung gemessen. Die Daten aus 28 weiteren Städten werden erst im Mai vorliegen, weil es verschiedene Messverfahren gibt. Die Messstation Paracelsusstraße in Halle, Sachsen-Anhalt. Hier lagen die Messergebnisse lange über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. 2018 hat die Stadt es geschafft. Dank Tempolimit kann Halle nun den Grenzwert halten. Ein Bundestrend, denn die Luft wird insgesamt etwas sauberer. Allerdings müssen wir trotzdem feststellen, dass es auch im Jahr 2018 nicht überall gelungen ist, die Grenzwerte einzuhalten. Das heißt, die Luft noch in vielen Städten zu schlecht ist und die Menschen dort keine gesunde Luft atmen können. In mindestens 35 Städten wurde der EU-Grenzwert überschritten. Die höchsten Stickstoffdioxidwerte wurden am Neckartor in Stuttgart gemessen, trotz Rückgang noch immer 71 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. In München sank der Wert ebenfalls, liegt jetzt bei 66 Mikrogramm. In Kiel stieg das Jahresmittel auf 60 Mikrogramm. Die Zahlen des Umweltbundesamtes stoßen auf Kritik. Nach den alarmierenden Werten 2017 hatte die Stadt München für 2018 20 eigene Messstationen aufgestellt. Und die Ergebnisse sind jetzt eben so, dass unsere Messungen deutlich niedrigere NOx-Werte ergeben haben als die Hochrechnungen, die Berechnungen des Landesamts für Umweltschutz. Insofern sollten die Messmethoden überdacht werden, fordert auch die FDP. Wir messen in Deutschland besonders nah am Auspuff. Würden wir so messen wie im Rest von Europa und hätten wir Grenzwerte wie in Kalifornien, gäbe es auch keine Überschreitungen und keine Fahrverbote. Gegen die kämpft auch der Bundesverkehrsminister. In einem Brief hat er die EU-Kommission aufgefordert, die Grenzwerte zu überprüfen und möglicherweise zu entschärfen. Bundeskanzlerin Merkel hat den Abschlussbericht der Kohlekommission entgegengenommen. Darin empfiehlt das Gremium, bis 2038 aus der Erzeugung von Kohlestrom auszusteigen. Zur Stunde spricht Merkel mit den Ministerpräsidenten der 4 betroffenen Länder über die geplanten Strukturhilfen. Zuvor hatte die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten aller Länder über eine Verstärkung der Justiz beraten. Dabei ging es um die Finanzierung von 2000 zusätzlichen Richterstellen, die im Koalitionsvertrag vorgesehen sind.
Zu lange Verfahren und Straftäter, die deshalb sogar auf freien Fuß gesetzt werden müssen. Dazu viele Asylklagen und komplexe Wirtschaftsprozesse. Deutschlands Justiz arbeitet am Anschlag, sagt etwa der Deutsche Richterbund. Die Große Koalition will das ändern, und zwar mit dem sogenannten Pakt für den Rechtsstaat zwischen Bund und Ländern. Der wurde heute zusammen mit den Ministerpräsidenten beschlossen. Insofern ist es erst einmal ein guter Tag für den Rechtsstaat. Aber damit wird die Arbeit nun auch nicht zu Ende sein. Da darf man auch keine falschen Erwartungen wecken. Zumindest sollen nun schnellere Verfahren ermöglicht und die Digitalisierung im Justizbereich vorangebracht werden. Vor allem aber geht es um mehr Stellen. Der Bund will 98 neue Stellen besonders beim Generalbundesanwalt und beim Bundesgerichtshof schaffen. Die Länder sollen 2000 neue Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte einstellen bis 2021. Dazu will der Bund die Länder mit 220 Millionen Euro unterstützen. Die Länder bekommen das Geld rückwirkend auch für Stellen, die schon seit 2017 geschaffen wurden. Die Ministerpräsidenten haben zugestimmt. Sie wollen nicht noch einen Dauerstreit wie beim Digitalpakt, auch wenn es durchaus Kritik aus den Ländern gibt. Jetzt sagt der Bund, wir geben euch einmalig 220 Millionen Euro. Das ist also tatsächlich nichts, worauf man so eine Personalstrategie stützen kann. Da bräuchten wir eine ganz andere Grundlage, um dann mehr zu machen. So wird das am Ende in den Länderhaushalten verdampfen. Das bringt natürlich relativ wenig. Wie schnell die Justiz effizienter arbeiten kann, hängt also auch davon ab, wie viel Geld die Länder selbst in die Hand nehmen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen trotz der wieder eingeführten US-Sanktionen weiter Handel mit dem Iran treiben. Damit gehen sie auf Konfrontationskurs zu den USA. Unter dem Namen Instex haben die drei Staaten eine Zweckgesellschaft gegründet, die künftig den Zahlungsverkehr bei Iran-Geschäften abwickeln soll. Eine Beteiligung weiterer europäischer Staaten an Instex ist geplant. Die EU sagte ihre volle Unterstützung zu. Es dürfte Donald Trump gar nicht gefallen, und doch, sie tun es. Auftritt der Außenminister aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland heute Abend in Bukarest. Gemeinsam haben sie eine Zweckgesellschaft gegründet, um die Iran-Sanktionen der USA zu umgehen und den Atomdeal mit dem Land zu retten. Der Teil, den wir beitragen, ist der, dass wir weiterhin wirtschaftliche Betätigung mit dem Iran ermöglichen und jetzt dafür auch einen Zahlungskanal geschaffen haben. Rue de Bercy in Paris, hier im französischen Finanzministerium sitzt die Gesellschaft. Sie soll Zahlungen in den Iran ermöglichen, vorbei am von den USA dominierten Bankensystem. Funktionieren soll die Einrichtung mit dem Namen Instex, vereinfacht gesagt wie eine Tauschbörse. So könnte der Iran beispielsweise Erdöl in die EU verkaufen. Das Geld dafür fließt aber nicht über Banken zurück in den Iran, sondern wird verwendet, damit EU-Firmen für dieses Geld Lebensmittel oder Medikamente in den Iran liefern. Das Handelsvolumen zwischen beiden Seiten lag 2017 bei etwa 20 Milliarden Euro. Wir tun das, um unsere Interessen zu schützen, vor allem die der europäischen Firmen. Sie halten sich an Gesetze und müssen auch weiter frei mit dem Iran handeln können. Gerade europäische Großkonzerne aber haben sich mittlerweile aus dem Iran zurückgezogen und werden wohl zögerlich bleiben, denn die USA warnten heute erneut vor drastischen Strafen. Die EU geht ins Risiko, denn der Streit mit den USA, der sich etwa im Bereich Zölle zuletzt beruhigt hatte, könnte durch die Einrichtung der Zweckgesellschaft neu angefacht werden. Doch die Außenminister wollen deutlich machen, dass die EU eigene politische Ziele hat, ob es Washington passt oder nicht. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar leicht gestiegen, aber nicht so stark wie sonst in diesem Monat üblich. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2.406.000 Menschen ohne Job, 196.000 mehr als im Dezember 2018, aber 165.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,3%. Trotz geringeren Wirtschaftswachstums und Brexit sieht Agenturchef Scheele keine negativen Tendenzen für den Arbeitsmarkt. Das Land Brandenburg will mehr Frauen in das Parlament bringen. Der Landtag in Potsdam billigte heute mit den Stimmen der rot-roten Koalition und der Grünen eine Änderung des Wahlgesetzes. CDU und AfD stimmten dagegen. Die Parteien werden mit dem sogenannten Paritätgesetz verpflichtet, vor Landtagswahlen künftig gleich viele Frauen und Männer auf ihren Landeslisten zu nominieren. Die Initiative für die neue Regelung ging von den Grünen aus. Es ist ihr Erfolg. Ursula Nonnemacher hat mit ihrer grünen Fraktion vor knapp einem Jahr den ersten Gesetzentwurf in den Brandenburger Landtag eingebracht. Wenn das Paritätgesetz in Kraft getreten ist, werden die Parteien künftig eine Frauen- und eine Männerliste bestimmen.
Anschließend werden diese nach dem Reißverschlussprinzip zu einer Liste zusammengefügt. Wer dagegen verstößt, dem drohen Konsequenzen. Wenn jetzt sozusagen auf der Liste ein Geschlecht so gut wie überhaupt nicht vertreten ist, dann ist das eine Liste, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht und die könnte dann nicht antreten. Ausgenommen von der Regelung sind Parteien, die speziell die Interessen eines Geschlechts vertreten, wie die Frauenpartei. Bereits der Gesetzentwurf hatte schon vor Monaten bundesweite Diskussionen angestoßen. So könnten sich Bundesjustizministerin Barley und andere Politiker vorstellen, die Wahlkreise zur Hälfte mit Frauen und Männern zu besetzen. Die Vorschläge, Listen oder Wahlkreise künftig zu quotieren, stoßen teilweise aber auch auf heftige Ablehnung. Kritiker nennen sie verfassungswidrig. Wir haben in der Verfassung den Grundsatz der freien Wahl verankert. Und wenn man Menschen vorschreibt, wen sie zu wählen haben, insbesondere auch was die Vorschläge für die Wahlkreise angeht, dann ist das eine sehr starke Einschränkung dieser freien Wahl. Und den Preis bin ich nicht dafür bereit zu zahlen, um mehr Frauen in den Parlamenten zu haben. Im Brandenburger Landtag ist die FDP nicht vertreten. Hier haben nicht zuletzt wegen verfassungsrechtlicher Bedenken CDU und AfD gegen das Paritätgesetz gestimmt und behalten sich den Gang vor das Verfassungsgericht vor. Die neue deutsche Cyberagentur soll in der Region Halle-Leipzig angesiedelt werden. Mit dieser Entscheidung wolle man auch die Wirtschaftsstandorte Sachsen und Sachsen-Anhalt stärken, erklärte Verteidigungsministerin von der Leyen und Bundesinnenminister Seehofer. Die neue Einrichtung soll vor allem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich der Cybersicherheit voranbringen und etwa 100 Mitarbeiter beschäftigen. Die Bundesregierung stellt dafür in den kommenden 5 Jahren insgesamt 200 Millionen Euro bereit. Nach fast 2 Wochen Blockade durch die italienische Regierung hat das Rettungsschiff Sea-Watch 3 auf Sizilien angelegt. 47 Flüchtlinge konnten von Bord gehen. Das Schiff einer deutschen Hilfsorganisation hatte sie vor Libyen an Bord genommen, durfte aber zunächst keinen italienischen Hafen anfahren. Erst nachdem sich auch 6 weitere EU-Länder, darunter Deutschland, zur Aufnahme der Migranten bereit erklärt hatten, erlaubte Italien das Anlegen. Der venezolanische Oppositionsführer Guaido gewinnt Rückhalt in Europa. Die EU hat zwar noch keine einheitliche Position, aber das Europaparlament sprach sich mit großer Mehrheit dafür aus, Guaido als Übergangspräsidenten anzuerkennen. Rechtlich bindend ist dieser Beschluss allerdings nicht. Bislang wurde Guaido unter anderem von den USA und Kanada anerkannt. Die Außenminister der EU-Staaten berieten bei einem Treffen in Bukarest über ihre Haltung. Zum Abschluss der Paralpin-Ski-Weltmeisterschaft in Slowenien und Italien gab es aus deutscher Sicht heute gleich 5-mal Anlass zum Jubel. 1-mal Gold, 3-mal Silber und 1-mal Bronze. So die Bilanz des deutschen Teams am wetterbedingt vorgezogenen letzten Wettkampftag. Die Wettervorhersage veranlasste den Veranstalter, den Super-G und die Kombination heute durchzuführen. Denn morgen ist mit mehr als einem halben Meter Neuschnee zu rechnen. Beim Super-G am Morgen überzeugte Anna Schaffelhuber vom TSV Bayerbach und holte sich Gold. Zugleich ging ihre Bestzeit in die Kombinationswertung ein. Am Nachmittag fuhr die 26-Jährige im Slalom zu sehr auf Sicherheit und musste sich so der Japanerin Momoka Muraoka geschlagen geben. Hier erkämpfte sich Annalena Forster aus Radolfzell mit einem engagierten Lauf Bronze. Andrea Rothfuß aus Freudenstadt durfte sich in der Klasse der stehenden Frauen gleich 2-mal über Silber freuen. Gold ging jeweils an die Französin Marie Boucher. Die Kältewelle im mittleren Westen der USA hält an. US-Medien berichten von mindestens 8 Toten durch das Extremwetter. In Chicago war es heute minus 27 Grad kalt. In mehreren Bundesstaaten blieben Schulen und Universitäten geschlossen. Die Post konnte Briefe und Pakete nicht zustellen. Der extreme Frost soll demnächst enden. Meteorologen erwarten am Wochenende Temperaturen im Plusbereich. Heftiger Schneefall hat am Morgen den Betrieb am Flughafen Köln-Bonn lahmgelegt. 2 Stunden lang konnten Maschinen weder starten noch landen, weil die Bahnen zuerst freigeräumt werden mussten. Insgesamt fielen 16 Flüge aus. Auf schneeglatten Fahrbahnen ereigneten sich im Berufsverkehr in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zahlreiche Unfälle. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. Februar. Das Tief, das nach Frankreich zieht, bringt uns feuchtes, aber zum Teil milderes Wetter. Heute Nacht schneit es im Westen und Südwesten. Die Schneefallgrenze steigt jedoch. Vorsicht, Glätte, auch durch gefrierenden Regen. Morgen vom Westen bis in die Mitte Schnee, Schneeregen oder Regen, der gefrieren kann. Am Meer stürmische Böen,
in den Alpen Föhnsturm. In der Nacht plus 2 bis minus 13 Grad. Morgen minus 1 Grad im Erzgebirge, plus 10 bei Föhn in den Alpen. Am Samstag viele Wolken, es regnet, in den Bergen und in Richtung Norden schneit es auch. Am Sonntag schneit es im Süden und in Sachsen, sonst nur Schneeschauer. Am Montag bleibt es meist trocken. Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Machtpolitik, wie Russland und die USA sich in Venezuela einmischen. Und Kältewelle, arktische Temperaturen machen weiten Teilen der USA zu schaffen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.